Hallo und herzlich willkommen, liebe Jeckinnen und Jecken. Es ist mal wieder Zeit für ein schönes Kreuzworträtselchen. Ja, und deswegen geht jetzt mal los hier. Und schauen wir mal, was wir so finden. Hacken. Hacken? Nein. Ich glaube, hiermit sind die Hacken, also entweder die Dinger hinten am Fuß oder irgendwas anderes noch gemeint. Mal gucken. Ein Blumengefäß könnte ein Topf sein. Und das ist es nicht. Dann könnte ein Blumengefäß auch noch was anderes sein. Mal gucken. Abschiedsgruß, adios. Adieu. Ich finde adios ja besser als adieu. Vor allem, weil ich gerade kurz überlegen musste, wie man schreibt. Blumengefäß, ja, das ist ja dann natürlich was anderes mit A und nicht mit O. Amerikanischer Männername ist Dan zum Beispiel. Klappt hier aber nicht, denn das wäre wahrscheinlich dieser komische Judo-Grad oder Karate, irgendein Grad in irgendeiner Kampfsportart war das doch. So, Mauerkante. Mauerkante. Ja, ich hab's gerade noch nicht. Mangel leiden, darben ist das. Ja. Sagt man heutzutage auch nicht mehr. Gegerbte Tierhaut ist natürlich das Leder. Ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt nochmal die Mauerkante war. Kriegen wir aber noch hin. Sam könnte auch ein Männername sein. Ist es hier sogar? Ja. Und das Blumengefäß ist ja dann die Vase. Ja, es gibt die Blumenvase, es gibt den Blumentopf. Mauerkante. Langsam müsste ich es eigentlich haben. Aber machen wir erstmal den Gerätesportler, der diesmal ein R dabei hat. Aha, ja. Der Turner. Der turnt nämlich ganz viel an. Nein, Hacken sind nicht Gerben, Kerlen, nein, oh Gott. Ach ja, die Mauerkante, natürlich, Sims war das, war der Sims. Nicht zu verwechseln mit dem Spiel von EA, in dem man Leute töten kann, indem man sie in... Verdammt nochmal, warum habe ich denn jetzt eigentlich keine Musik an? Ich mach mal schnell Musik an. Freut euch darüber, dass es mal ausnahmsweise keine Musik gab. So, jetzt gibt es Musik. Verzeihung, dass ich das gerade mir noch so hinschiebe. Ich dachte mir, ich benutze mal heute einen Popschutz. Ja. Hacken sind dann die Fersen. Ja, also sind doch die am Fuß gemeint. Wie wird denn der griechische Buchstabe geschrieben? Nee. Ro, ja, so rum war das. Genau, nicht so wie ungegart. Huch. So, dann hier unten haben wir einen Langfinger. Das ist ein Dieb. Lateinisch im Jahre. Ja, kennt man auch aus einer Spielereihe, die noch vergleichsweise... Naja, also die noch Titel rausgebracht hat in den letzten Jahren. Indischer Singvogel. Blo. Nein, Karotte ist auch eine Möhre. Ja, also ist der Beo der Singvogel. Mal gut zu wissen. Moment, ist dann ein Beowulf eine Kreuzung aus diesem Vogel und einem Wolf? Nein, das ist... der Adler war der Ar mit Doppel-A. Navigationsberater. Ja, haben wir gleich. GPS passt nicht rein. Bindemittel. Ein Bindemittel. Weiß ich noch nicht. Das Doppelfahrrad war ein Tandem. Genau. Ist das Wort, was wir hier suchen? Genau. Mit Doppel-M irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Bischofskirche. Dom? Ja. Wildfang. Oh Gott.
Erstmal, die Fechtwaffe ist hier anscheinend nicht der Degen. Gefahr auf dem Meer. Gefahr auf dem Meer. Was auch immer das sein soll, erstmal. Englisch gemacht. Dann. Was? Hergestellt ist made. Ja, okay. Ja. Wobei gemacht ist, dann wäre jetzt auch nicht unbedingt falsch. Je nachdem, was man halt damit aussagen möchte. Also in dem Fall war es meiner Meinung nach uneindeutig. Ist aber nicht so schlimm, weil man kann ja noch. Britische Sängerin, ist das etwa Adele? Ich weiß nicht, ob die britisch ist. Ja, anscheinend ist sie britisch. Gut zu wissen. Griechische Erdgöttin. Och Gott. Erstmal das Überbleibsel in der Mehrzahl. Oder machen wir erstmal die Lese, die Traubenernte. Genau. Gefahr auf dem Meer weiß ich immer noch nicht. Dreschplatz. Ja. Gucken wir dann später nochmal. Fahrrad mit Hilfsmotor. Ist ein E-Rad. Irgendwas mit Rad hinten dran. Zitrusfrüchte. Limonen. Ja. Diesige Luft ist dann wohl Nebel. Ja, griechische Erdgöttin. Kommen wir langsam näher. Hab ich aber immer noch nicht so richtig raus. Mine. Oh Gott, wie hieß denn die dann? Dem. Ich habe echt gerade keine Ahnung, was das Fahrrad mit Hilfsmotor sein soll. Ach doch, natürlich. Das ist halt motorisierte Pedelec oder wie auch immer. Ist es das hier? Ja, Demeter ist die griechische Erdgöttin. Ich muss gerade an ein Pokémon denken, aber irgendwo dieser Name ist mir tatsächlich schon mal untergekommen. Jetzt weiß ich, es ist eine Erdgöttin. Okay. Würde ja auch wieder passen zu dem Pokémon. Demeteros. Dreschplatz. Frisurtyp, Kurzwort. Oh. Was gibt's noch? Den Iro. Okay, was auch immer diese Wasserpest jetzt ist, ich habe da gerade keine Ahnung. Aber ich weiß, das kirchliche Fest ist Ostern. Ja. Ah, und hier haben wir die Reste. So, Seenot ist die Gefahr auf dem Meer. Ja, natürlich. Jetzt sehe ich es auch. Der Dreschplatz. Der Dreschplatz. Wer kennt ihn nicht? Wir haben alle schon mal gedroschen auf irgendjemanden ein, wahrscheinlich. Genau heißt stimmt. Da haben wir es jetzt. Und den Einsiedler, den habe ich jetzt auch langsam raus. Das ist der sogenannte Eremit. Ja. Das Bindemittel. Ich hätte, wenn O und A jetzt ausgetauscht wären, dann hätte ich ja mal Soda eingetragen, auch wenn ich da völlig falsch gelegen hätte. Oh Gott. Ich glaube, da kommt ein T rein. Aber wie heißt denn das? Irgendwas mit. Irgendwas mit LED am Ende? Prolet? Nein, Gilet? Nein, das ist auch nicht. Ah, ich meine. Korsett? Nein, das auch nicht. Geht ja gar nicht. Vor allem, ich muss nur noch hier.
Navigationsberater. Was könnte ein Navigationsberater in diesem Fall noch sein? Überlegen wir mal kurz. Oh Gott. Ach so, ja, hier haben wir ja auch noch was. Hier fehlt noch ein Buchstabe. Zufall. So ein Zufall, dass die Tenne der Dreschplatz ist. So. Habe ich tatsächlich keine Ahnung von gehabt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich drescher üblicherweise nicht. Ich schieße nur. Nein, das tue ich auch nicht. Was war denn Wildfang dann? Was könnte Wildfang hier gemeint sein? Ist das jetzt so im Dating-Bereich oder ist das im Jagdbereich? Och Mann, bei Fechtwaffe hätte ich ja gerne Stilett oder so eingetragen, aber probieren wir mal sowas. Okay, alles falsch. Aber es endet wirklich auf TT. Florett, oder? Ja, das Florett natürlich. Ach Mensch, ja. Navigationsberater. Ist der Lotse? Jetzt habe ich es auch. Rinne. Nein, natürlich nicht. Okay, anscheinend. Muss ja nicht sein. Nee, es ist immer noch falsch. Natürlich, die Ranke. Ranch. Ja, ist jetzt hier mit. Ist das hier. Wird das Wort jetzt Range ausgesprochen? Da werde ich mal den Erik fragen. Nein, oder Range. Also Ranch wird anders geschrieben. Wildfang. Habe ich tatsächlich. Könnte vielleicht sogar Range heißen, ausgesprochen werden. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Aber wir haben zumindest das Rätsel erstmal durch. Wieder mit ein bisschen Raten. Was sagt unsere Zeitaufnahme? Oh ja, ein bisschen über 10 Minuten wieder. Na dann wollen wir mal ein Lösungswort erraten. Okay, den ersten Buchstaben habe ich. Französisch für Wohlgeruch. Das ist ja jetzt schlecht. Muss ich weiter überlegen. Das ist das. Okay, dann weiß ich, was hier reinkommt. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein R oder ein E. Och Mann. Ich glaube, die 5 habe ich jetzt auch schon. Also das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir hier hin. Vereinheitlichen. Könnte das sein? Okay, ja. Machen wir erstmal hier diesen Erdteil. Das wäre dann entweder oder.
Ich muss nur mal. Moment. Okay, ich weiß dann, was hier für ein Pluspole. Okay, dann weiß ich auch, was hier reinkommt. In den meisten Fällen könnte das ein S oder ein N sein, wenn es eine Mehrzahl ist. Da haben wir also. Okay, ich glaube, ich habe das Lösungswort. Ich werde da trotzdem mal. Okay, hier kommt ein E hin. Zirkusfigur ist der Clown. Ich geh das jetzt wirklich mal so durch, anstatt. Also mir geht es hier nur noch um diesen einen Buchstaben rauszufinden, ob das wirklich ein L ist. Dreschboden. Tenne. Sag mir nicht, das ist jetzt wirklich wieder dasselbe. Ja, doch, der Tollpatsch ist nämlich der Trottel. Und damit haben wir ein Lösungswort, das nennt sich. So. Lösungswort erraten und jetzt geht's weiter mit dem Rest vom Rätsel. Das buddhistische Endziel ist das Nirvana, eigentlich. Aber anscheinend darf ich das nicht so schreiben, wie die Band heißt. Ist auch okay. Ach ja, sonst würde der Clown damit ja auch nicht. Aber ich glaube, im Deutschen wird es wirklich Nirvana mit W geschrieben. Ja, schade, dass man irgendwie durch eine also eine nicht deutsch geschriebene Band immer dabei an das V denkt. Tja, so ist das halt. So, dementsprechend, weil Rauf kurz vorm für herauf ist, haben wir hier nicht Europa oder sowas als Erdteil, sondern wobei ist Europa denn in dem Fall ein Erdteil? Also eigentlich ist es ja ein Kontinent, aber eigentlich ist es ja auch Eurasien, wenn man mal alles zusammennimmt, was da eine Masse ist. Eiförmig ist auf jeden Fall oval, deswegen wusste ich das V am Anfang gleich. Betriebsam ist aktiv. Und natürlich das Schiffszubehör ist ein Anker. Und das Areal ist das Gebiet. Der Tollpatsch, den hatten wir ja gerade schon genannt. Das war. Moment. Trottel? Nein! Ich bin selber gerade einer. Moment mal. Tölpel. Das ist der Tölpel. Und trotzdem war der Buchstabe richtig. Nee, der Teolpel. Oh. Ich stelle mich gerade auch an wie einer. Aber interessant, dass Trottel auch geklappt hätte, aber ich ja den Clown dabei überhaupt nicht mehr im. Der Tölpel war es, ja. Aber gut. Ob es ein Tölpel oder ein Trottel ist, hat jetzt hier in dem Fall keinen Unterschied gemacht. Ventile stimmt trotzdem. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. So, Männerkurzname natürlich Moni. Nicht wahr? Nordeuropäer, gucken wir doch da erstmal. Ein Finne ist es nicht, ein Norweger ist es auch nicht, ein Lette ist es nicht. Ein Dänen. Ach so, könnten mehrere wieder sein, weil hier steht ja nicht, ob es der Nordeuropäer oder die Nordeuropäer ist. Tja, ja, aber wir wissen ja erstmal, wir haben hier den Herr. Selten ist natürlich rar. Kippwagen. Oh, ich verzeihe mein Gefrosche im Hals. Also ich bitte darum, um Verzeihung. Blub. Den Braten riechen. Etwas ahnen. Etwas
Oder vielleicht wirklich, vielleicht meinen die wirklich an einem Braten riechen, aber das glaube ich nicht. So, hier haben wir erstmal die Anoden. Gedichtform. Könnte die Ode sein, ja. Ofen, auch als Röhre bezeichnet, in die man schauen kann. Zahl. Das ist dann wohl die 1 zum Beispiel. Ja. Legasthenie. Abkürzung. Moment noch. Das müsste die LRS sein. Ja, ist es auch. Ich verrate mal nicht, warum. Weil, also Legasthenie wird hier, also ein R kommt ja in Legasthenie offensichtlich nicht vor, aber trotzdem wird es LRS abgekürzt. Ich denke, die meisten werden sich auch denken können, warum das so ist. Um welches Wort es sich eigentlich handelt. Akustischer Begriff ist der Hall. Der Pfarrvikar, oh Gott, anständig erstmal. Ehrbar. Das ist dann der Kaplan, natürlich. Jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es auch. Alte deutsche Münze ist dann, war, dachte ich mir, ist der Taler. Bergweide könnte die Aue sein. Poetisch, kleine Insel, ein Eiland. Ich dachte immer, da werden. Warte mal, Grautier ist der Esel? Dann ist da die Alm oder sowas gemeint. Notsituation. Nee, Normeninstitution. Ah, dann ist da mit ISO gemeint. Okay, ich dachte erst DIN oder so wäre das. Vereinheitlichen könnte auch Normen heißen. Ja. Grüße gehen raus an alle, die Normen heißen. Einfälle, Ideen sind das. Den Braten riechen, wittern. Wittern war das, ja. Gewässer ist ein See. Der Fadensaum. Ja, wer kennt ihn nicht, den Fadensaum? So, Tenne haben wir eingetragen. Nordeuropäer könnten Dänen sein. Ja, sind sie auch. Waldfrüchte waren natürlich die Beeren. Kippwagen. Na, Karre kann man ja nicht sagen, es klappt nicht. Erstmal eine Lore. Ja. Odeuvre. Ich hätte mir jetzt gedacht, da kommen nur noch Odieu. Nein, geht auch nicht. Klostervorstand war doch der Abt. Können wir noch Fadensaum Franse. Ah. Odeur. Odeur oder was willst du von mir? Okay. Und damit untere Gliedmaßen. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Das hatte ich ja vorhin noch nicht. Ach Mann. Ja, da kommt jetzt bestimmt noch ein I rein und dann müsste alles fertig sein. Ich guck nochmal. Nein, 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 nein. Der Männerkurzname, Toni. Und jetzt tragen wir die Beine ein und dann war's das mal für heute wieder. Ja, hat auch gut geklappt. Was sagt unsere Zeit? Ja, 24 Minuten ist doch perfekt sowas. Ich müsste mir langsam mal andere Kreuzworträtsel suchen, obwohl jetzt hier mal auch wieder Worte dabei waren, die sonst nicht aufgetreten sind. Sowas wie Röhre. Gibt es hier noch was? Dreschboden, wissen wir jetzt. Tenne. Also in dem Fall dreschen, dreschen, dreschen. Also es gibt auch den Dreschflegel. Für alle, die schon mal Pokémon gespielt haben, dürfte der Begriff zumindest bekannt sein. Tenne, großer Raum in einem Bauernhaus oder in der Scheune, in dem die Wagen entladen, die Maschinen zum Dreschen aufgestellt werden oder ähnliches. So, so.
Die Tenne ist der befestigte Fußboden einer Scheune. So. Ja, da wurde zum Beispiel in früheren Zeiten das Getreide nach der Ernte mit Dreschflegeln gedroschen. Na, dann gucken wir mal. Wie sieht denn eigentlich nochmal so ein Dreschflegel aus? Ich glaube, das hatte so eine... Nee, ach, das sieht ganz anders aus, als ich das dachte. Mensch. Ich würde gerne mal irgendwie versuchen... Das Ganze... So ungefähr sehen Dreschflegel aus. Ich dachte mir, ich spare mir mal die Nachbearbeitung und gebe einfach die Google-Suche mit rein. So, haben wir denn noch was Schönes gehabt? Kaplan. Ja, also wenn man mal irgendwelche solche Worte gehört hat, dann kennt man das. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Ist also ein Fahrvikar. Wiederum, das Wort Vikar könnte ich mir zum Beispiel gar nicht... Also es gibt da ja so viele Sachen, so Papst... gibt's ganz oben, dann gibt's Bischöfe, dann gibt's Kardinäle, dann gibt's Kaplane, dann gibt's alles Mögliche und ich habe keine Ahnung, wie die in Verbindung zueinander stehen und ehrlich gesagt, ich finde das nicht schlimm. Ich meine, also solange es mich nicht tangiert, können die gerne zueinander stehen, wie sie wollen, solange ja. Solange das irgendwie geklärt ist und alle damit einverstanden und zufrieden sind. So, Anker ist auch klar, Clown ist klar, Toni ist klar, Bären ist klar, Odeur ist eben französisch für anscheinend einen Wohlgeruch. Ich hätte jetzt eher an sowas wie Aroma gedacht, aber das muss nicht französisch sein. Ja, Franse ist auch klar, Herr ist klar, was hatten wir bei den anderen Sachen? Fersen, ja okay, Wildfang, Range. Können wir ja mal gucken. Range. Wildfang. Okay, das bringt mir nichts. Gucken wir mal hier weiter. Herkunft. Spät, blablabla. Jemand, der umherirrte und eingefangen wurde. Synonyme. Ich vermute mal, ist wirklich Range gemeint. Also, dann weiß ich jetzt auch, dass jemand mit Nachnamen Wildfang heißt. Okay, ja. Also wer so mit Nachnamen heißt, heißt dann wohl Wildfang. Hallo, Herr Wildfang. Nein, ist ja jetzt auch gut. Apropos ist ja jetzt gut. Ich würde auch mal sagen, ja, ich verquatsche hier die Zeit und dementsprechend verabschiede ich mich von euch. Und danke mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet ein wenig miträtseln. Ja, und freue mich schon aufs nächste Mal.